Ich war davon überzeugt, dass die Bayern gewinnen werden. Dass es 4-0 werden wird, ist natürlich, ich glaube, dass, ja, ich will nicht sagen, dass es jeden überrascht hat. Gerade in der Kabine haben auch viele so ein hohes Ergebnis bei uns getippt. Insofern, das zeigt auch nochmal, dass bei den Fußballfachleuten oder bei den Kollegen, dass es einfach Eindruck hinterlassen wird, in welcher Art und Weise die Bayern dieses Jahr funktionieren einfach und punkten. Ne? Und ja, ich als Deutscher freue ich mich natürlich. Das ist eine super Ausgangsposition und hoffe natürlich, dass wir ein deutsches Finale haben. Man hat schon gesehen, dass Ballbesitz nicht alles ist, dass man auch die Tore schießen muss. Und Bayern war gestern ja sehr, sehr überlegen, haben zwar weniger den Ball gehabt, aber ich glaube, die Torchancen sagen ja alles. Ich weiß nicht genau, aber 12-4 oder irgendwie so war das, Torschüsse. Es war ein phänomenales Spiel und ich glaube, man kann nur den Hut ziehen vor dieser Leistung. Also den FC Barcelona so vernichtend zu schlagen, das ja, ist schon eine Riesenleistung gewesen. Natürlich ist der Zeitpunkt ein bisschen unangebracht gewählt, ohne das jetzt zu bewerten und zu sagen, das ist von Bayern schlecht oder von Dortmund schlecht. Da weiß man nie, wo das durchsickert in der heutigen Medienlandschaft. Fakt ist eins, ich kenne den Mario als Spieler von der Nationalmannschaft und hoffe einfach, dass er heute ein richtig geiles Spiel machen wird für seinen Verein. Mir liegt es aber daran, das zu kommentieren. Also das möchte ich dann auch nicht machen, auch aus Respekt vor Uli Hoeneß als Mensch, vor seinen Leistungen. Und wenn jetzt jeder anfangen würde, da irgendwo Statements abzugeben, da sollten viele Menschen auch aufpassen, die jetzt da vielleicht auf ihn draufhauen.